Hallihallo, Freunde. Oh, Scheiße. Was zum Teufel war das? Und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Eine was? Explosivfalle. Ja, Explosivfallen. Wir haben letzte Folge einiges an WLF-Mitgliedern umgenietet. Da vorne ist noch eine. Ich will, dass er da reinläuft. Los. Da. Ach komm schon, das war kein Headshot. Ja, so kann man es auch machen. Scheiße. Jetzt würde ich am liebsten direkt nochmal zurückgehen und noch die Schüsse holen, die da noch lagen. Komm, wir finden doch bestimmt hier auch noch welche, oder? Wir müssen nur vorsichtig machen. Da waren Drähte, hier ist zum Beispiel auch noch einer. Theoretisch gesehen kann man doch da bestimmt auch eine Flasche reinwerfen, um die zu... Ich sag mal, entschärfen. So. Sorry, Dina. Kann Dina überhaupt sterben? Ich weiß, dass die gepackt werden kann, aber... Ist dann Game Over oder muss ich sie dann nur heilen und sie ist nur für den Kampf raus? Ach, egal. Sie wird nicht sterben, so... Wird niemand zurückgelassen. Erst recht keine Sammelkarte. Was wäre dieses Spiel nur ohne Sammelkarten? Also ohne Witz, da würde ich schon, hätte ich schon längst wieder deinstalliert und verkauft. Also ohne Sammelkarten macht das für mich ja alles keinen Sinn. Candelabra. Echter Name ist Sophie O'Coin. Ich nenne sie jetzt mal O'Coin. Intelligenz 60, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions. Diese Heldin ist ein Leuchtfeuer in der dunkelsten Nacht. Ihr Spitzname rührt von den Flammen her, die aus ihren Händen und durch ihr Haar lodern. Ursprünglich stammt sie aus der vulkanischen Region Auvergne in Frankreich. Okay, dann ist ihr richtiger Name Sophie O'Coin oder so. Wahrscheinlich. Wo sie in glühenden Lava fiel, als sie ihren kleinen Bruder vor Dr. Ackmans Schergen beschützen wollte. Diese hielten sie für tot, doch sie entstieg dem Lavasee bei bester Gesundheit und kann seitdem Feuer als Waffe einsetzen. Wisst ihr, was ich lustig finde? Wir hatten ja letztes Mal noch diesen Sergeant Frost und so, weißt du? In, ich sag mal so, in Batman und in anderen Superhelden-Franchises hast du es halt oft so, dass da irgendwelche speziellen Chemikalien Superhelden erschaffen, weißt du? Spider-Man wird von einer genetisch veränderten Spinne gebissen und so und Mr. Freeze hat auch, ich weiß nicht, was das für ein Mittel ist, was bei dem auslöst. Diese Leute hier, da ist nichts Besonderes dran. Die machen einfach Dinge, die wirklich jeden anderen umbringen, aber aus völlig mysteriöse Weise kriegen die dann Superkräfte. Der eine kriegt einfach mal ganz stumpf flüssigen Stickstoff injiziert. Das ist nicht mal irgendwie, keine Ahnung, radioaktiver flüssiger Stickstoff oder so. Es ist einfach flüssiger Stickstoff. Die fällt einfach in den Vulkan. Egal. Was soll's, es sind Superhelden. Also scheiß auf Logik. Solange ihr nicht kalt... Oh, okay. Also Sergeant Frost ist dann ja Erzfeind, so gesehen. Wenn sie nicht für die Society of Champions arbeitet, jagt sie Dr. Ackman, da sie glaubt, dass dieser ihren Bruder gefangen hält. Aber dann kommt der Twist. Es ist ihr Bruder. Naja, scheiß drauf. Fun Fact am Rande, wenn ihr in Lava fallt, geht ihr nicht in die Lava ein, denn Lava ist deutlich dicker, ist ja flüssiges Gestein im Grunde genommen, ist deutlich dicker als Wasser. Also ihr plumpst da nicht einfach rein wie ein Wasserbecken und schmelzt dann. Sondern was viel eher passieren wird, ist, ihr werdet auf der Oberfläche der Lava hin und her hüpfen, weil ihr euch vor Schmerzen verrenkt, während ihr langsam und qualvoll verbrennt. So, jetzt könnt ihr schlafen gehen. Süße Träume. Was? Ich kann... Unverschämtheit, ich kann keinen Sprengstoff mehr aufnehmen. Das lasse ich nicht einfach so liegen. So. Und doch, das war ein Kopftreffer gegen das wie vorhin. Okay, oha. Oha, oh, okay. Fernsehsender.
Theoretisch gesehen, ich glaube, ein richtig guter Scharfschütze könnte von dem Dach aus da drüben uns jetzt schon wegpusten. Ja, was? Komm runter, macht Spaß. Fuck, mir geht's gut. Aber mir gefällt das hier nicht. Hier sind garantiert schon wieder Leute. Das Spiel will mich nur verarschen. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Naja, du willst ja keine verzweifelten Leute umbringen, die da unbedarft reinlaufen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Na. Oh. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Ja. Da erinnere ich mich dran. Hat man ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit mir. Das ist traurig. Hat in mein Leben gehört. Das klingt. Müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen gehen. Muss man nicht unbedingt. Aber man geht Risiken. Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das hey. Da. Es ist halt ein Trade. Wenn du alleine bist, bist du halt einerseits, du musst dich nicht mit anderen verständigen. Feel her love. Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurst zu tun? Nein, ehrlich gesagt. Das ist echt komisch. Ehrlich gesagt, die haben bereits von religiösen Fanatikern gesprochen und das ist sie garantiert. Das ist typisch für Religionen. Liebe predigen und gewalttätig handeln. Weef, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in euer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, ihm zu erklären, wie schwer wir es hier haben, dass die Fedra uns vergessen hat und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphitengebet in seiner Tasche gefunden. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Raoul und Heather. Seraphiten. Das sind garantiert die Jungs da von ihr. Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Sekunde. Das sind Pilzmenschen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Oh nein. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Alles gut, lass es raus. Ist alles okay? Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ich glaube, man kann sich echt nicht vorstellen, wie sehr sowas stinkt. Wenn man es sich schon mal selber miterlebt hat. Wieso ist diese Stadt so demoliert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt.
Ja, aber da waren ja auch Pilzmenschen unter denen. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich war mal mit der Schule relativ gegen Ende meiner Schulzeit in Leipzig in so einer Pathologie und haben sie einen Hund seziert. So als Anschauungsbeispiel. Und die hat dann irgendwann den Darm rausgenommen und hat gesagt, die lässt den Darm mal zu, weil sie sich halt sicher ist, dass so die Hälfte von uns dann den Raum verlässt, wenn sie den aufschneidet. Einfach weil das so krass stinkt. 2 Minuten später hat sie ihn dann doch aufgeschnitten. Und ist hier noch was? Ich finde mal, dass hier irgendwie noch was ist, aber hier ist nichts. Ja, und es war wirklich bestialisch. Und das war nur, also wirklich ein kleiner Schnitt im Darm. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie sehr das stinkt, wenn du wirklich so den Bauch aufgerissen hast und du hast da wirklich die ganzen Eingeweide offen rumhängen. Ah, es sieht halt echt fantastisch aus, die Vegetation. Oh. Noch mehr Tote. Pilzviecher und Tote. Ja, Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ach so, oder sind es WLFs? Ich wette, er ist dadurch. Weiß es nicht. Ich glaube aber eher, wir werden da lang gehen müssen, denke ich mal. Na ja, klar. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht da lang. Stopp! Stolperdraht. Ach, shit. Gute Augen. Ja, aber kann ich das nicht... Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem, ein falscher Schritt. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Oh mein Gott, ja, wirklich jetzt. Kann ich nicht hier drüber? Oh. Das kann ich. Sie haben dieses ganze Gebiet eingegangen. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Da hinten ist wieder so ein Graffiti. Das wäre dann der Silberstreif. Na? Ich habe fast Knarzen gehört. Ich nehme trotzdem mal lieber die Flasche. Hallo, ist hier jemand? Du willst Spaß haben? Ruf Stacy an. Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ruft mal die Nummer an und sagt mir, ob jemand rangeht. Ist alles okay? Ja, ja. Oh weh. Hallo? Der hat keine Beine mehr. Oh. Oh, Sekunde. Das hier manchmal? Nee. Das ist zu viel. Ich weiß nicht, ob die 206 irgendwas zu sagen hat, ne? Aber wird wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem ist es seltsam, dass jetzt ausgerechnet das so hervorgehoben ist. Okay, oh, doch. M, sieh zu, dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Stacys Telefonnummer genommen.
Ich dachte, das kannst du dir gut merken. Okay, alles klar, die letzten 6 Ziffern. Macht Sinn, also 550133, 550133. Eins und drei, drei. Und es gibt Muni. Und einen Verbandskasten, der aber leider voll ist. Habe ich manchmal zufällig... Ich habe nicht mal Gesundheit verloren. Okay. Aber wie ich letzte Folge bereits sagte, es ist besser, sagen zu können, hey, ich muss das hier liegen lassen, als sagen zu müssen, ich habe nicht genug. Und ich habe immer noch nicht genug Sammelkarten. Ich will sie alle. Bizarrebra. What the fuck? Interessanter Name. Bizarrebra. Richtiger Name, Bahareza. Okay. Intelligenz 80, Muskelkraft 100. Alter, ist der gut. Zugehörigkeit keine. Den jungen Bahareza stand eine strahlende Karriere als Wissenschaftler. Der Jungen. Ach so, ist eine sie. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, das war nicht sexistisch gemeint. Ich dachte nur, es sah so von ferne so aus. Egal, Entschuldigung. Aber ihre Arbeit als Assistentin von Dr. Ackman endete in einer Katastrophe. Bei einem von Ackmans eigenmächtigen Experimenten kam sie mit einer frühen gefährlichen Form seiner kraftgebenden Rezeptoren in Kontakt, die alle ihre Muskeln, sogar die in ihrem Gesicht, enorm anschwellen ließ. Ihre unglaubliche Kraft machte sie zu einer Gefahr für andere und sie wurde zu einer Ausgestoßenen. Jahrelang sann sie allein auf Rache. Doch vor kurzem fand sie in der betagten, zerbrechlichen Naledi de Youthful eine Freundin und Verbündete. Ein neuer Beweis dafür, dass Gegensätze sich anziehen. Sie ist neutral. Nalle, die finden wir bestimmt jetzt auch noch irgendwo als Karte. So, hier sind wir fertig. Naja, würde ich sagen. So, gib mir meine Flasche wieder. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streiche ich hier und spiele nicht weiter. Oh Gott, scheiße, ich habe jetzt nicht gedacht, da stehen welche. Was ist denn das hier für ein Laden? Oh, war das mal, kann das sein, dass es mal ein Fitnessstudio oder so war? Ich glaube, das war mal ein Fitnessstudio. Gib mir die Pokale. Schade. Papier kann ich nicht brauchen. Kann das sein, dass ich mich fast ein bisschen zu genau umsehe? Es dauert gefühlt ewig, bis ich hier durch so einen Raum durch bin. Aber ich will nichts verpassen, Mann. Ich habe Angst, dass ich irgendwo wieder irgendwie so einen Patronengurt finde oder so. Rebecca, inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann einfach nicht fassen, dass du dich mit diesen verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einen meiner Nachbarn getötet. Sie zerrten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor seinem eigenen Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Damals habe ich ihn dabei erwischt, wie er eine Zeitschrift aus meinem Laden klauen wollte. Ich war die Erste, bei der er sich geoutet hat. Er hat so ein seltsames Gebet gesprochen, bevor er starb. Ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf. Möge der Strom ruhig sein. Möge sie mich heimführen. Ich werde erstmal zur Hütte gehen und überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich hoffe, du kommst wieder zu Verstand und triffst mich dort. Fran. Okay, also die WLF jagt offenbar Leute, die dieser komischen Religion angehören.
diesen Seraphinisten. Und offenbar bedeutet, denen anzugehören, automatisch den Tod. Oh, endlich! Nice! Okay, ich würde gerne, wie viel habe ich? 208. Was kann ich mir dafür holen? Dafür könnte ich auf jeden Fall die Schrotflinte komplett aufrüsten. Erweitere das Magazinrohr, um die Patronenkapazität zu erhöhen. Tausche den Griff aus, um Rückstoß und Waffenabweichung. Feuerrate. Ah, auf jeden Fall das hier. Mehr Präzision ist, glaube ich, für mich immer gut. So. Okay, dann gucken wir uns mal hier an. Davon habe ich noch nichts, ne? Zielfernrohr wäre gut. Schaden, auf jeden Fall Schaden erhöhen. Na, ist schön gemacht so, die Animation. So, 6-fach Zielfernrohr. Kann ich mir leider nicht mehr holen, nur die Stabilität eventuell noch. Hier habe ich Stabilität, Rückstoß. Die Waffenabweichung verringern. Soll ich die mal nochmal verbessern? Und was kann ich beim Revolver machen? Nachladegeschwindigkeit, Feuerrate, auch Stabilität. Scheiße, Schaden hätte ich auch noch erhöhen können, das wäre cool gewesen. Okay, ich würde sagen, ich habe jetzt eh schon mal die Pistole. Aber das hier wäre halt auch geil. Na, mal auch hier die Stabilität, oder? Oder Nachladegeschwindigkeit ist natürlich. Die brauche ich eigentlich nicht. Ich mache hier die Stabilität noch hoch. So, sehr schön. Gut, ready to go. Ich denke mal, hier dürfte nichts mehr sein. Wir können also vorsichtig weiter. Ich werfe mal hier die... Genau. Schlau. Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Ja, ich weiß es gerade gar nicht. Hatten wir mal... Gab es mal in The Last of Us Part 1 so eine Fallensequenz? Nie und nimmer gehört die wirklich zu den Guten. Ich kenne so religiöse Menschen. Ja, vielleicht habe ich auch nur Vorurteile. Aber die Vorurteile stimmen leider. Huch, halt! Ist noch Zeug. Kann ich echt nichts mehr machen? Ich könnte nur höchstens hier die Waffe, aber das lohnt halt. Lohnt sich halt auch noch nicht. Die ist ja noch nicht kaputt. Ach komm, scheiß drauf. Ich habe aber gar nichts mehr zum Werfen. Die habe ich jetzt echt nicht gesehen. Entschuldigung. Aber die ganze Zeit bin ich hier übelst vorsichtig und dann... Ja, komm, mach mal auf hier. Das ist doch kacke. Ich hab sie nicht gesehen. Kann drunter durchkriechen eigentlich, geht das? Vor allem ist es Instant Kill. Boah, Alter, guck dir das an. Okay, Achtung.
die war halt wirklich ein kleines bisschen gut versteckt. Da ist der TV-Sender. Ja. Ich mach hier alles weg. Au! Das war geplant, weil jetzt kann ich so ein Ding benutzen und eins neu fertigen und dann kann ich die Rohstoffe aufsammeln und ich bin nicht dumm. Hört auf zu lachen. Wie lange bleibt eigentlich dieser Verband an ihrem Arm? Da. Schön den Weg frei machen. Wer immer sich die Mühe gemacht hat, hier die ganzen Sprengfallen zu installieren. Als Strafe dafür, dass ich hier durch musste, kannst du die jetzt schön alle nochmal neu machen. Jasch. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Also, kann ich hier hoch? Okay, Sekunde, hilft vielleicht so eine Bombe? Das ist nicht gerade unauffällig. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Mag sein. Aber seien wir mal ehrlich, es gab jetzt gerade keine andere Wahl. Oh, hier hätte ich hochgekonnt. Ah, whoops, whoopsie. So. Ich fand meine Idee kreativer. Mann, ich muss da rein. Natürlich nicht. Weißt du, technisch gesehen, das ist ja nicht gerade jetzt eine massive Tür. Wir könnten eine von unseren Sprengfallen nehmen, die da ran machen. Oder einfach hier drüber klettern. Aber meine Idee war kreativer. Da ist er. Leise jetzt. Hier zu sein. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Es ist mir hier zu offen. Das ist mir hier viel zu offen. Und es hat garantiert schon jemand mitbekommen. Kein Schraubenschlüssel. Der hat auch 5. Nehmen wir den. Da oben kommen wir rein. Ich will bloß mal den Truck angucken. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit schleiche, aber es ist... Okay, doch nicht. Kann man da nicht ran? Nee, macht sie nicht. Schade. Ja, aber... Wo, wollte ich gerade fragen? Aber hier ist es. Ja. Oh. Nimm mal die bitte.
brutal. War das Tommy? Gehen wir rein. Ne, nicht bewegen. Ach du Scheiße. Oh, Pfeil und Bogen. Vielleicht kriegen wir jetzt Pfeil und Bogen. Hä, aber wo? Ja. Ihr seid auch schon wieder alles tot, ne? Genau wie in dem Hotel. Ach ja, wisst ihr, was auch schon wieder ist? Die Folge ist leider schon wieder rum. Hab gerade gesehen. Zeit ist ran. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich hier immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier wieder. Bis dahin. Haut rein.